Hallo Freunde, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play zu Banjo-Tooie. Und ich bin jetzt mit Mumbo wieder auf dem Rückweg, weil im vorigen Part habe ich schon den Aliens geholfen und ich habe auch Sabreman wiederbelebt. Dem muss ich allerdings noch mit Banjo und Kazooie auch helfen. Aber jetzt geht's eben erstmal zurück zu Mumbos Haus. So. Dann werde ich jetzt nochmal kurz Sabreman aufwärmen und dann werde ich mich mal endlich von Humba Bumba verwandeln lassen. Was sollte das denn? Gut, kurz falsche Knöpfe gedrückt. Ich verpiss dich! Die sind so nervig. So, da ist er noch immer. Natürlich kann man einen am besten mit Feuereiern aufwärmen. So, drei Feuereier genügen, dann ist dem endlich wieder warm. Oh, das ist schon viel besser. Es war mir eine Ehre. Diese lange tiefe Phase hat mich müde gemacht. Ein Tee und ein Nickerchen wären jetzt genau das Richtige. Könntest du mir möglicherweise nochmal behilflich sein? Natürlich, klingt nach einem Job für dich, Banjo. Kannst du mich zu meinem Zelt tragen? Es ist auf der Vulkanseite des Berges, falls es nicht schon abgebrannt ist. So, jetzt müssen wir Sabreman mit Banjo und der Taxitasche zur Vulkanseite bringen. Das Zelt steht zum Glück noch. Oh. So, und hier oben gibt es auch gleich Trennplatten, das ist sehr schön. Dann kann ich mich eigentlich auch ganz einfach warten. So, nichts passiert. Na, dann mach's dir mal bequem. Ups. Ich finde das ein bisschen geil, wie der da reinpasst. So. Jetzt kann ich mich einfach mit dem Warpfeld zur unteren Ebene der Vulkanseite begeben und dort ist dann auch gleich das Zelt. So. Vulkanseite, untere Ebene, Mumbo, genau. So, und da ist das Zelt ja auch schon. So. Bitteschön. Mein Zelt, meine Ausrüstung, es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück, ohne Wert für mich. Ich gehe in Rente. Und wir bekommen ein weiteres Puzzle. Und hier können wir noch sehen, wie sich Sabreman in sein Zelt schleppt und pennt. Bären und ihre eigenen Abenteuer. Und das 60. Puzzle. Ja, das hast du schon mal gesagt. Egal. So, dann geht's jetzt wieder zurück zu Kazooie. So, und jetzt endlich würde ich mich von Humba Bumba verwandeln lassen.
Würdest du sie bitte ansprechen? Danke. Du haben Globo und es übergeben? Natürlich. So, und platsch. So, und hepp. Und wir werden zu einem Schneeball. Wumba, das ist ein Schneeball. Du betätigst den dritten Joystick, um zu bewegen dich und du drückst B, um zu ausführen. Viel starke Rollattacke. Genau. Wir sind jetzt ein Schneeball und wenn wir uns hier auf der Eisseite lang genug im Schnee herumrollen, dann füllen wir so nicht nur unsere Lebensenergie auf, sondern werden auch immer größer. So. Man kann auch ganz wenig als Schneeball springen. Allerdings halt nicht sehr viel. Ich weiß gar nicht, passe ich hier durch? Ja, ich passe hier durch. Sehr schön. Und ich kann wenigstens auch die Yetis platt rollen. So. Und als ganz großer Schneeball bin ich übrigens auch schwer genug, um dort oben den Schalter beim Ölbohrton zu drücken. Allerdings muss ich da ein bisschen geschickt von der Vulkanseite aus hinkommen. Zack. So, aber vorher will ich noch etwas anderes machen. Ich muss nämlich immer noch den Bahnhofsschalter hier drücken. So. Ich kann mich hier eigentlich ganz einfach hochrollen. So. Und da ist doch schon der Schalter. Den kann ich übrigens eben nur drücken, wenn ich ganz groß bin. Genau. Eisbahnhof Steinhagelgipfel. Und die Tore sind geöffnet. Okay, so ich kann aber noch etwas als Schneeball machen. Glaube ich zumindest. Und zwar gibt es weiter oben einen Jinjo, den man, glaube ich, auch nur als Schneeball irgendwie erreichen kann. Ich muss das nur mal... Ja, Mensch, ich stehe doch eh drauf. So, nochmal zurück zur oberen Ebene. Da ist irgendwo nämlich ein Jinjo, der steht vor einer Spalte in der Wand und da pfeift ziemlich kräftig der Wind raus. So, ich glaube, das ist da unten. Mal. Genau, da unten. So. Aber irgendwie komme ich da trotzdem nicht ran. Wieso kriege ich diesen Video eigentlich nicht? Ah, verdammt. Oder muss ich da mit Benji im Schrumpfsack drin sein? Also jedenfalls so scheint das irgendwie nicht zu klappen. Oder, Moment mal, oder muss ich mich von hier oben... Muss ich mich so runterrollen lassen, irgendwie? Nee. Ach Mensch, wieso geht denn das nicht? Das ist doch doof. So, na egal. Dann probiere ich das hier halt anders. So, zum Glück kann ich doch... Autsch, hey, du blödes Mistvieh. So ist aber auch so unfreundlich. Zack, so. Moment mal, was muss ich überhaupt machen? Ach ja, damit ich zum Ölbohrturm komme, gibt es den einfachen Trick, man nimmt hier das Warpfeld, warpt sich auf die obere Ebene der Vulkanseite und dann muss man wirklich ziemlich schnell sein, weil auf der Vulkanseite ist es ja ziemlich heiß und sonst würden wir schmelzen. Das heißt, ich muss jetzt ganz, ganz fix hier aufrollen. So. Ah, wunderbar. Und ich bin nicht kleiner geworden, das ist sehr wichtig. Weil ich glaube, da muss ich wirklich die volle Größe haben. So, und jetzt bin ich hier oben. Anders kommt man nämlich als Schneeball nicht hier rauf. Und jetzt kann ich auch endlich den Schalter hier drücken. Und dann wird der Ölbohrturm in Gang gesetzt. Mal sehen, ob es da unten irgendetwas von Wert gibt. Ja, da bin ich auch gespannt. Und es ist ein Puzzle, was wir gefunden haben, aber das
schlittert gerade die Ölpipeline. Platsch. Und es landet im Keller der Grunte GmbH. Genau. Weil auch die Steinhagelgipfel sind hier kurz mit der sechsten Welt verbunden. So, ich glaube, mehr kann man dann als Schneeball scheinbar eh nicht machen. Das war, wie gesagt, nur um hier den Ölbohrturm in Gang zu setzen und eben um den Bahnhofsschalter zu drücken. Den Genu kann ich scheinbar so nicht bekommen. Ich hätte eigentlich vermutet, dass ich schwer genug sein müsste, aber irgendwie ist das nicht der Fall. So komme ich irgendwie auf das Warpfeld rauf. Ja. So, na gut, dann lasse ich mich mal wieder zurück verwandeln. Ich wüsste jedenfalls jetzt nicht, was ich als Schneeball noch sonst machen soll. Ja, und damit wir hier wieder reinkommen, gibt es hier ein Feuer. Genau, und da können wir uns quasi schrumpfen. So, jetzt passen wir hier wenigstens wieder rein. Und dann verwandle ich mich mal wieder zurück. So, wunderbar. Gut, dann werde ich das jetzt mal so probieren, dass ich mit Banjo alleine im Schrumpfsack versuche, den Jinju zu holen. Vielleicht geht das ja so, ich weiß es nämlich leider nicht mehr. Das wäre zumindest die einzige Möglichkeit, was mir noch einfallen würde. So, ich werde mich gleich hier trennen. Ist eigentlich egal, wo man sich trennt, auch wenn es da oben nochmal Trennplatten gibt. So, obere Ebene. Ich hoffe, dass ich den Jinju jetzt so bekomme. So, also mal hier runter. Im Schrumpfsack. Vielleicht macht ihm da der Wind nicht so aus. Ah, verdammt! Mann, scheiße, wie kriegt man diesen verdammten blöden Jinju? Och, Mano. Wie kriegt man diesen Jinju? Verdammt nochmal! Was soll diese Scheiße? Es geht einfach nicht. Das geht nicht. Mann, leck mich doch. Verpiss dich. Ach nee, wieso geht denn das nicht? Wie kriegt man diesen gottverdammten Jinju hier? Ich weiß das nicht mehr. Da muss man sich irgendwie von oben irgendwie ganz blöd runterfallen lassen. Ich habe echt keine Ahnung. Moment mal. So, nee, von hier. Ja, vielleicht geht's mit Kazooie. Verpiss dich! Geh mir nicht auf die Nerven! So, und da ist gleich der Nächste. So, und aufs Maul! Du kriegst aufs Maul, nicht ich! Blödsack. Mann, ey. So, dann probiere ich das jetzt mal mit Kazooie alleine. Irgendwie muss man diesen Jinju doch bekommen. Es geht nicht als Schneeball, es geht nicht mit Banjo im Schrumpfsack, also vielleicht muss ich mit Kazooies Solo-Segler da was machen. Sonst habe ich wirklich echt keine Ahnung mehr. Da bläst nämlich scheinbar jedes Mal immer der Wind raus und der geht, glaube ich, auch nicht weg. Vielleicht, wenn ich jetzt hier mit dem Solo-Segler hier flattere. Ja, komm. Haha, na bitte, mit Kazooie ist das kein Problem. Puh, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Na egal. Hopp, wow, lass mich in Ruhe. So, Hauptsache ich habe jetzt den Jinju bekommen. Dann kann ich jetzt wieder zurück zu Banjo. Und dann glaube ich, werde ich mal... Oder Moment mal, halt. Ist jetzt noch was eingefallen? Oh, lass mich in Ruhe, Moment, ich werde hier mal wechseln.
Ich werde mir vorher noch schnell mit Banjo das Puzzle holen, was wir mit dem Ölbohrturm zutage gefördert haben. Weil in der Ölpipeline ist nämlich ein kleines Loch und da passe ich auf jeden Fall mit dem Schrumpfsack durch, weil man nur so an das Puzzle rankommt. So. Ah, diese Yetis können mich mal kreuzweise. Ich habe jetzt keine Zeit für den Scheiß. Lass mich in Ruhe! So. Wenigstens kommt Banjo hier noch rauf. Oder nicht? Ah, doch. Ganz knapp, aber doch. So. Und schwupps. Und schon bin ich wieder in der Grunte GmbH. Ganz kurz nur, aber es reicht, um das Puzzle zu bekommen. Ich weiß aber gar nicht mal, ob das jetzt eigentlich für die Grunte GmbH gezählt wird oder für die, ja, Moment mal, wieso komme ich jetzt nicht raus? So, hier geht's raus. Mann, 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 Mann. Also ich weiß, wie gesagt, gar nicht, ob das Puzzle jetzt eigentlich für die Grunte GmbH oder für die Steinhagelgipfel gezählt wird. Also, gefunden habe ich es eigentlich hier, aber gelandet ist es in der Grunte GmbH. Also, Moment mal, ich mache kurz einen Statuscheck. Gesamtübersicht. Wow, ich habe sogar schon 6 Puzzles. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe das eine von den Drachenbrüdern. Ich habe das von Sabreman. Ich habe das im Vulkan, also in der Vulkanhöhle. Was hab ich da? Dann habe ich das von Boggy bekommen, weil er den Fisch gegessen hat. Moment mal. Was hätte ich denn dann noch gefunden? Weiß ich gar nicht mehr so wirklich. Ach, oh ja. Dieses eine Puzzle, was ich ja dann noch habe, das ist das, wo ich über die... über das Teredactylus-Land hingegangen bin, oder nicht? Nee, Quatsch. Ach, ich weiß doch nicht mehr, ist doch egal. Was weiß ich, welche Puzzles ich jetzt schon haben, welche nicht, die meisten... Ach so, ja, das von den Aliens habe ich ja auch noch, dann passt das schon. Dann passt das schon. Den Aliens habe ich auch geholfen, von denen habe ich auch ein Puzzle bekommen. Dann weißt du Bescheid. So, du hältst jetzt mal deine verdammte Fresse. Diese Edis gehen mir so auf die Nerven. Eigentlich fast genauso sehr wie diese Feuerteufel. Aber die Feuerteufel finde ich immer noch lästiger. Wie die immer nach mir treten wollen, das ist ja voll unhöflich. So, dann gehe ich jetzt aber mal endlich wieder zurück auf die Vulkanseite. Und dann geht's endlich mal ab ins Kolosseum. Da kann ich drinnen ein Puzzle bekommen und außen bei dieser Fassade dort ist ja noch ein Puzzle eingeschlossen. So, und ich glaube, dort hinten gibt es noch irgendwo einen Yin-Yo. Genau hinter diesem Wasserfall aus Lava. Das könnte man sagen, hinter diesem Lavafall, aber an den komme ich ja, glaube ich, noch nicht dran, weil da muss ich drinnen erstmal einen Schalter drücken, dass da Säulen aus der Lava rauskommen. Also muss ich sonst so mal hier rein. Genau, und wir sind im Steinballstadion Kolossal. Ganz recht, liebe Freunde. In den Steinhagelgipfeln muss man auch nochmal das Steinballturnier gewinnen. Allerdings ist das hier ein anderes Turnier, was mit ein paar, mit ganz anderen Regeln funktioniert. Und jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie kommt man als Steini hierher? Autsch. So, hier gibt es keinen Profi-Plopschwer. Das ist eigentlich ganz einfach. So, du bist natürlich ein Faker, weil den ersten Video habe ich schon längst. Verpiss dich. So, und zwar gibt es hier drüben, rechts, neben der Treppe, diese Wand, die man zerstören kann. Und jetzt, passt auf, wo wir gleich sind. Dieser Durchgang bringt uns nämlich direkt ins Mayaos Steinballstadion, in Mayaos Tempel der ersten Welt. Und jetzt kann ich über diesen Schalter das Tor öffnen. Und jetzt bin ich wieder in der ersten Welt. Und auch nur so kommt man als Steini von der ersten Welt in die siebte Welt. Und nur dann kann ich auch das Steinball Kolossal spielen. So Leute, aber das werde ich erst im nächsten Part machen. Jetzt ist erstmal Schluss.
Ich werde mich im nächsten Part dann verwandeln und dann kümmere ich mich um das Steinballturnier Kolossal. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal, Freunde. Tschüss!